So, da sind wir wieder zurück. Jo, wir waren jetzt in der Höhle, haben hier eine Runde mit dem guten alten Propheten geschnackt und der hat uns jetzt mitgeteilt, so ja, wir müssen die Luis, also die Tussel, die uns da am Anfang begleitet hat, müssen wir irgendwie aus dem Daedric-Gefängnis befreien, aber dafür braucht er jetzt noch ein bisschen Zeit und wir sollen so lange einfach mal so viele Agenten umbringen wie möglich und was wir auch tun werden. You're with the guild? Ah, das ist Merrick. If the divines will it. The worms caught us off guard, but we made them pay in blood. Did Colors brief you on our contract? What we seek? As you say, there won't be an anchor here anytime soon, thanks to the two of us. I should be moving. We had word of another cell north of here near Skywatch. Here, if you please. Aelif, stay with our new friend. You two search these bodies, see if you can find anything of note. A pleasure meeting you, oh my comrade. Watch after the new recruit, Aelif. Colors would hate it if he lost another one. Yes, yes, Aelif will watch the new blood. Resolutes. A woman talking about Merrick. Why would she want my hapless companion? Aelif has no idea. Whoever she is no friend to the guild or Merrick. It would seem so. This one cannot imagine the value of such a thing. Too shiny and dripping with pride. Just the same, we must warn him. And the guild. Aelif will go after Merrick. Return to Seize All Colors. Tell her what you have seen. Go. Return to Vokalgard quick as you can, comrade. Seize All Colors must know. Baum. Gut. So, gucken wir mal, wie wir da am besten auf Kurs kommen hier. Ja, diese Richtung. Hui! Return to See All Colors. Das ist auch ein cooler Name. Ich sehe ja alle Farben. Das ist ja untypisch für Argonia, dass sie nicht alle Farben sehen können. Vielleicht sehen sie ja nur grün und rot. Oder nur schwarz und weiß. Auf jeden Fall sind hier schon einige Leute so Level 10 und drüber. Wir haben schon ziemlich coole Pferde und so weiter. Also da haben wohl ein paar Leute hier die Nacht durchgearbeitet, wie es aussieht. Ach, wäre ich jetzt nochmal 15 oder 16, liebe Leute. Dann hätte ich jetzt auch mal gestern die Nacht durchgemacht. Aber das war jetzt alter Sack. Kann man das halt nicht mehr so leicht. Ja, ein bisschen rennen. Lauf, lauf, lauf. Ich lese hier gerade, man kann hier, wenn man umskillen möchte, das geht noch nicht hier in der Beta. Aber es ist auch nicht so schlimm bisher. Verskill mich halt, das ist doch nicht das, ist das große Ding. Da ich ja eh hier anfangen musste mit Dualweed und hier keinen Bogen hatte, ging es ja gar nicht anders. Ich musste ja erstmal meine ganzen Fähigkeiten in Dings stecken. Oh, leck, leck, leck. Glück, Glück, Glück. So, auf geht's. Mach mal die Tür auf hier. So, wissen du alle Farben. Back so soon, comrade? So, ich bin wieder da. A vision of a Dremora. This clouds the waters. The forces of Molag Bal must know more than we realized. What did she say? Nor do I, comrade. Interesting. Did she say anything else? Merrick, this dries my scales. Recruit, you must get to them. Aelif and Merrick are competent, but the Daedra are not to be trusted. Find them near Skywatch. I will rally our forces here and investigate this Vivicus, whatever it is. So, wieder zurück.
Hin und her gerenne. Oh. Oh, da fragt gerade jemand nach dem Auktionshaus. Ich glaube, in Skyrim hier gibt es kein Auktionshaus. Ich glaube, da muss man alles selber verkaufen. Es gibt, genau, es gibt nur ein Gilden-Auktionshaus. Mehr gibt es hier nicht. Ich will eigentlich die Hauptkarte eigentlich haben. Jetzt will ich hier raus hier oder was? Oder wie? Gehen wir noch mal runter zum Strand und suchen noch mal nach den zwei Typen. Was ich ja auch ziemlich cool finde, dass sie eigentlich die Klamotten am Anfang, also Level 6 und so, noch gar nicht mal so scheiße aussehen, sondern alles relativ rund wirkt bisher. Also schon irgendwie zwar schlicht, aber diese Schlichtness hat halt auch was Cooles. Level 18 schon. Boah. Banish Cells, Find Digger. Wo muss ich denn hin, verdammte Axt? So, die sind hier oben. Ach du Schande. Jetzt bin ich ja völlig umsonst hier in die falsche Richtung gerannt. Da oben sind jetzt die Typen. Ich glaube, dann gehe ich erstmal hier rüber. Ja, passiert. Wegfindung und so. Erstmal schwierig. Aber gucken wir uns ein bisschen eher die Gegend an. Die Stadt kennen wir jetzt ja schon. Laufen wir so ein bisschen außen rum. Vielleicht finden wir noch eine Quest oder einfach mal ein paar böse Buben zum Tod machen. Während hier mich hier gerade meine Katze belagert und mich versucht vom Spielen abzuhalten. Oh, sie ist süß dabei. Sie liegt hier auf meiner Hand und schlägt mir die Finger. Das ist toll. Das beim Spielen. Ja, schöner grüner Wald, ne? Auf dem Weg können wir erstmal bleiben. Kindchen. Ja, ich glaube, das können wir nach dem Felsen auch mal hier ein bisschen beidrehen. Ich habe wenig zum Einsammeln hier mal so zwischendurch. Oh, was ist das? Wieso kann ich jetzt dieses Schwert hier aufheben? Gehen wir einfach mal rein. Ein bisschen Action will ich euch noch zeigen, die letzten paar Minuten, wo wir haben in diesem Let's Play. Deswegen lass uns mal reingehen, mal gucken, ob wir hier drin irgendwas finden, irgendwas Cooles, irgendwas, ob hier irgendwas abgeht. Muss ja nicht immer so linear sein.
nämlich hier ganz schön viel Fleisch hier in dieser Welt. Kann mit diesem Skill, hey, dass ich ihn so ein bisschen aufgepusht habe. Ah, ein Buch. Started Rapid Sound. Repeated Sound. For the Veiled Queen! Oh, ein Stein. Oh, gained one skill point. Sehr cool. Ich hab gerade noch was cooles gekriegt, ne? Oh, check it out, magic. Ah, das ist jetzt wohl eher... Das ist halt schon ein bisschen besser, ne? Das Pinching. Veiled Queen! Richtigen Weg? Nee, ich muss irgendwie da runter, oder? Ja, hier sieht's gut aus. Wir gehen mal hier weiter. Ein Miner ist hier. Oh, ich könnte nochmal eben den Skip, den ich gerade bekommen habe, noch eintauschen. Steckt mit den rein, Weapon, Bow. Da brauche ich noch mehr. Longshards. Na, das ist nicht so cool. Ich kann jetzt länger, viel weiter schießen. Das ist ja cool. Who's gonna call? Ghostbusters! Ready to die?
Ja, Katzen sind was Lustiges. So. Schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich bin wieder raus. Wieso bin ich jetzt wieder raus? Das ist ja unlogisch. Ich bin durch die Mine durchgegangen und bin wieder draußen. Hallo? Na gut, dann machen wir es halt auf die traditionelle Art und Weise. Dann gehen wir halt durch den Wald. Hier würde ich mir noch ein bisschen mehr Vegetation wünschen oder halt ein bisschen Viechers. Also so wie es auf der ersten Insel war mit diesen hier Thunderbugs. Also hier fehlt mir halt so wirklich noch ein bisschen so, ja, hier Dio. Boom. Gleich tot. Jetzt kriegst du bestimmt hier nur Fleisch, ne? Flanksteak. Ja, mein Inventar ist wieder mal voll. Hier schönes. Wasser und Fleisch, ein paar Becher, ein paar Zelte. Verlassen. Ja, dann schaffen wir jetzt mal hier noch rüber. Was ist denn das? Hier sieht es irgendwie cool aus. Irgendwas mit einem Plus. Pretty Soul Gem. Ich hab noch kein Pretty Soul Gem. Okay, also wir können auch Leute wieder beleben, die halt hier verstorben sind. Der Typ ist auf jeden Fall unten im Keller. Wenn ich da hinkomme, dann muss ich also irgendwo in den Keller reingehen. Aber hier scheint auch jetzt wieder ein paar Gegner zu kommen, ne? Ein bisschen schnellere Feuerfrequenz, das wäre cool. Das würde mir gefallen. Ziemlich cool. Ich kann es ja schön nochmal nachziehen, sage ich jetzt mal. Das ist kaputt. Oh, ein Buch. Oh, eine Flasche. Ein Buch. Ich frage mich, ob diese Bücher auch für die Magiker-Gilde funktionieren. Bist du da drin oder bist du nicht? Boah. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Okay, ich kenne den nicht Ewigkeiten. Da geht er aus dem. Da geht er mir aus dem Ding raus. You're not with them. Here's the Twizzy. Hey, quickly, get me out of here. I didn't see them until I was almost on top of them. There's ships all along the western shore. I'm. Thank you. Ja, wieder eine Quest fertig. Gut, dann nutzen wir jetzt mal den Schnellreisemodus. Und geben noch die Quest ab und dann sind wir auch für heute am Ende.
unserem lustigen Video von The Elder Scrolls und sehe ich euch dann bald wieder zurück hier in Tamriel. Bis dahin sage ich schon mal jetzt Tschüss und viel Spaß und ja, bald endet unser Video. Spätestens wenn wir beim Captain waren und uns unsere Belohnung abgeholt haben. Die wird ja, denke ich, sehr groß sein für diese ganze tolle Schatzsuche, sage ich jetzt mal. Oh, hier ist wieder so laggy. Oh, Städte. Ich mag Städte nicht. Viel zu laggy. Well, at least Tanamo is back. Good. Oh, this should be good. What? Seasickness? The biggest swells we hit wouldn't have made my old mother queasy. And half the trip he spent in the cabin swilling that awful meat brew Bosmer love. Smalmer? What kind of phantom fear is that? I expected better of Vanala. The Malmer are no threat to Volkelgard. Well, Auriel strike me blind. I'd best be getting out of here then. If we don't move quickly, they'll lock down the port. Yes, yes, that's all of them. Now let's see. If I toss Tanamo into a cabin and set sail today, I should just make Velen ahead of the news. Good luck, Drylegs. Ja, super. Ich hab keinen Platz mehr. A toast. Yes. Drinking. Thanks again for hunting down my crew. Yes, yes, that's all of them. So, dann nehmen wir mal kurz ein kleines Päuschen. Alright, alright, take it! So, also bis denn dann, euer Untag. Ciao, ciao!